Und Rechtsklick. Peacemates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wir sind ab gestern im Footy-Event. Ihr seht das Video auf jeden Fall an einem Samstag. Gestern 19 Uhr ist das Footy-Event bzw. die Promo dazu gestartet. Jungs, wir haben einige Special-Karten wiederbekommen und noch komplett neue. Und wir haben zusätzlich jeder von euch ein Pack geschenkt bekommen. Bei mir war es ein ultimatives, also ein 125k-Pack. Wo soll ich überhaupt anfangen? Fangen wir erstmal an, und zwar was übergekommen. Hier mal das Bild, was ihr da gesehen habt. Wir haben einige Special-Karten bekommen. Es ist halt so eine Mischung aus Freeze, Rule Breaker, Record Breaker. Wir haben Toti dabei, alles so, ja. Wir haben Ronaldo, Toti wieder dabei. Wir haben ein 95er Messi und so. Und ich muss sagen, es sind mehr Karten dabei, die ich gebrauchen könnte, als ich am Anfang des Events oder beziehungsweise vor dem Event gedacht hätte. Die können wir ziehen, wäre auf jeden Fall sehr nice. Wir haben auch dann noch einige Packs, wie gesagt, wir haben noch ein 125k-Pack, seltene Mega-Pack, haben wir noch einiges mehr, die machen wir dann auch gleich auf. Gucken wir zuerst rein bei den Zielen, denn da ist auch was richtig krasses gekommen. Zuerst das Uninteressantere, was aber auch nicht schlecht ist, weil dafür kommt ja auch eine Karte geschenkt. Und zwar haben wir einmal AC Milan gegen Inter Mailand, also dieses Battle sozusagen. Da könnt ihr abstimmen. Ich habe für AC Milan gestimmt, ist zur Zeit der Aufnahme. Ist Inter vorne. Ihr bekommt aber auf jeden Fall eine Karte geschenkt. Ich habe ihn hier bekommen auf jeden Fall. Geht fit, Raphael, kann man spielen, auch in der Silber Lounge, gar kein schlechter Spieler, kriegt man auf jeden Fall geschenkt, nimmt man mit. Ansonsten haben wir bei den Zielen noch was Neues bekommen, und zwar den Banger aller Banger. Also ich glaube, das ist mit Mina auf jeden Fall die krasseste Karte, die man sich ja spielen kann, und zwar Tarvania, Jungs, der war ja übelst gehypt, ist er noch gehypt, es hat auch endlich eine Karte bekommen zum Spielen, ein Rechtsverteidiger, Digga, er hat wirklich die schlechtesten Werte sind Schuss und Defensiv, das sind 2x89er, der Typ hat fast Modric-Gangstats, Jungs, und den zu erspielen geht relativ einfach. Dazu kommt aber im Laufe der nächsten Tage noch ein extra Video hier auf meinem Kanal, weil ich nehme ihn sowieso mit, deswegen kann ich euch das Ganze auch zeigen. Jetzt gehen wir nochmal über, bevor wir die Packs aufmachen, zu den SBCs, Jungs, denn da gab es ein bisschen was Neues, und zwar einmal Dani Carvajal, das wusst ihr alle schon, dass der kommen wird, seine 86er, die man im Voting mitnehmen konnte, man konnte ja auswählen, den einen Griechen aus der Serie A oder Carvajal, der eine war ein 83er, andere 86er, bisschen unfair, aber war klar, dass Carvajal gewinnt, und er hat es eine 95er bekommen und einen richtigen Banger, der aber auch ein bisschen was kostet, und zwar Saint-Maximin, Jungs, ein 95er, dafür müsst ihr ein 84er, ein 85er, ein 87er und ein 86er Team abgeben. Aber an sich, wenn man sich Sondermaximal mal anguckt, Jungs, Digga, nur 90er Stats bis auf Defending und Physis so. Ja, also komplett gut auf Lügenspieler, wenn er ihn braucht, spart auf den. Ansonsten nichts großartig Neues gekommen. Ich glaube, wir haben noch Spielerwahlen bekommen, genau. Footy-Spielerwahlen, vielleicht mache ich ein paar davon. Da müsst ihr aber auch ein bisschen was abgeben für. Also es ist ein 84er Team. Ich dachte erst, oh geil, man muss vielleicht nur, keine Ahnung, ein paar Rares, ein paar Non-Rares abgeben. Aber nein, die wollen natürlich auch noch ein bisschen was von euch haben. Und jetzt kommen wir zu dem Spannendsten am ganzen Video, zu meinen Packs. Wir haben einmal ein Premium-Goldspieler-Pack, seltene Mega-Pack, Ultimatives-Pack, Prime-Goldspieler-Pack, dann noch ein paar 50er-Plus-Packs. Und wir haben zusätzlich noch bei den Promo-Packs 3 Packs, 25, 25 und 70k. Ich habe zwar nur 31k auf der Uhr, aber ich habe noch Harry Kane, den ich verkaufen kann. Der bringt nochmal knapp 200k. Also wir können uns rein theoretisch alles mitnehmen. Jungs, beliebt mit mir. Wir fangen direkt mal an mit den Packs, die wir wirklich haben, und zwar mit den 50er Plus Packs. Ich weiß nicht, da müsste rein theoretisch auch was rauskommen können, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Sollten die Packs komplett Müll sein, werde ich die jetzt auch alle schnell skippen und direkt dazu cutten, zu den richtigen Packs, die gönnen könnten. Und dann haben wir noch ein Prime Electrum Spieler Pack, so, zack, nehmen wir mit, mal schauen, vielleicht. Vielleicht ist das erste Pack heute was gönnt, schade, kein Walkout, läuft aber zumindest durch. Sieht nach einem Inform irgendwie aus. Okay, ist glaube ich auch ein Inform, weil die Flagge kennt man jetzt nicht so. Aber trotzdem vom AS Monaco ist ein 81er immerhin. Kann man safe in der SBC verbauen. Das ultimative Pack kommt zuletzt. Das ist glaube ich Untrade. Wenn FIFA dir ein Pack schenkt, dann ist das eigentlich Untrade. Schade, kein Walkout. Okay, der läuft auch nicht durch. Aber ist wieder sehr, sehr hell.
Doch kein Inform. Okay, das war fast schon zu hell. Jetzt aber erstmal die richtig geilen Packs. Seltenes Megapack. So, ab da kann schon schallern. Muss nicht. Wir hatten daraus schon Non-Walkouts. Aber okay, ist kein Walkout, schade. Läuft auch nicht durch. Okay, das Pack ist bis jetzt echt Schmutz. Ist eine Common-Ball-Karte. Suarez. Wir haben mal noch das ultimative Pack. Ich hoffe, das gönnt. Ich glaube, ich hatte schon mal ja so ein Pack gehabt. Okay, ein 83er ist zumindest durchgelaufen trotzdem. Halstenberg, muss ich jetzt abstoßen. Okay, das tut ein bisschen weh. Aber tschüss. Das letzte ultimative Pack, was wir geschenkt bekommen haben, war ein Modric. Ein 87er, Gold Modric. Bitte, wir haben ein Event, komm, bitte. Kein Walkout, aber okay, der läuft durch, war auch das Mindeste. Am Durchlauf muss der schon. Brasilien, Arthur. Ja, ist Arthur. Okay, ist ein 84er zumindest. Ich denke mal nicht, dass das Ganze tradable ist, das Pack. Safe untrade. Oder es ist gerade trade, weil die nicht so gut sind, die Spieler. Ne, ist untrade. Okay, zwei. Okay, das Pack geht. Zwei 84er, ein 83er, zwei. Okay, ist SPC-Futter. Okay, ja. Wir kommen jetzt zum Ende des Videos. Ich habe zwar noch die drei Packs, Jungs. Die kommen aber heute noch später im 19 Uhr Video zu meinen Preview Packs, weil das Ganze sind ja einfach Preview Packs. Was ist rausgekommen? Meine Packs, alles das gab es in dem Video, Jungs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und wir sehen uns hoffentlich dann sehr, sehr bald zurück hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen FIFA Video. Bis dahin, haut rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell tippetippetapp, ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch und machen ganz viel Quatsch. Gülle, Gülle, das wie dann ja, adios und tschö. Sayonara, yassu, ciao, bye bye und adieu.